Zeichnung läuft, schaut irgendwie gut aus, passt das alles? Wie kann ich denn anhalten, oder damit ich das weiß? Okay. 3, 2, 1. Hallo, auch wir vom TTS Wien-Team möchten gerne erzählen, wie wir in Zeiten von Social Distancing mit unserem Socializing-Bedarf umgehen. Das alte Wiener Motto, mal ganz frei nach Karl Kraus zitiert, wenn die Welt untergeht, dann gehe ich nach Wien, dort passiert eh alles 20 Jahre später, wer weiß, wo ich dann schon bin, scheint ja in Corona-Zeiten nicht zu funktionieren. Deshalb haben wir die Morning- und Afternoon-Sessions ins Leben gerufen. Danke, liebe Ingrid. Ja, wir haben Morning- und Afternoon-Sessions im TTS Österreich-Team. Und weil man sich ja nicht jeden Tag was Neues zu erzählen hat, wenn man so im Homeoffice sitzt, haben wir ein paar Challenges ins Leben gerufen. Und die erste Challenge davon ist die Kinderfoto-Challenge. Ja, jeden Tag war ein anderer Kollege dran, der dem Team sozusagen Kinderfotos aus der Vergangenheit zeigt oder einfach nur lustige Fotos aus der Vergangenheit. Und damit Sie auch was davon haben, habe ich eins meiner Kinderfotos jetzt dabei, das ich Ihnen auch zeige. Das ist eines der netteren Fotos, hoffentlich. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, das ist eine unserer Challenge. Was machen wir noch, Anja? Ja, und damit wir so im Homeoffice nicht komplett aus der Form geraten, haben wir natürlich unsere TTS Österreich Lauf Challenge auch virtuell fortgeführt. Das heißt, wir laufen schon echt, aber wir tracken unsere Läufe, die wir unter der Woche machen, jeder für sich, posten sie dann in einer WhatsApp-Gruppe und versuchen so unsere 1000 Kilometer TTS Österreich Challenge auch im Homeoffice und auch in Zeiten von Social Distancing zu schaffen. Aber zurück zu den anderen Challenges. Elke, was kannst du noch erzählen zu unseren Challenges? Ja, liebe Leute, es steht ja Ostern bald vor der Tür und deswegen habe ich auch beschlossen, ich werde euch heute mal einen anderen Hintergrund erstens einmal bieten, ja, aus meinem Homeoffice. Und zum Zweiten habe ich mir gedacht, Ostereier suchen in Real Life können wir ja leider nicht gemeinsam oder halt auch nicht wirklich draußen. Aber ich habe quasi mein Homeoffice jetzt zu einem Suchbild umfunktioniert und habe ein Osteraccessoire platziert. Mal schauen, ob sie es findet. Das ist ein Osterhase. Ja, Minella, genau. Da steht mein Easter Bunny. Sehr schön. Welche Challenge haben wir noch? Wir haben eine Challenge ins Leben gerufen, Bad Taste Challenge. Das heißt, jeder ist jeden Tag dran, seinen Schrank auszuräumen. Nach Marie Kondo. Und das bietet sich ja jetzt perfekt an. Und ich habe meinen Schrank auch ausgemistet und bin heute dran und präsentiere das, was mich in Zukunft nicht mehr begleiten wird. Ein Nachthemd, welches ich seit 3 Jahren besitze und noch nie anhatte. In diesem Sinne wollen wir natürlich wissen, wie sieht eure Challenge denn aus? Post below, wir wollen es unbedingt wissen. In diesem Sinne natürlich auch einen erfolgreichen und großartigen Tag vom TTS-Team Österreich. Guten Morgen.